Bezirkmeisterschaft. Deine Fahrkünste fanden Anerkennung, sodass man dich zu den Bezirksmeisterschaften im Truckfahren zugelassen hat. Enttäusche uns nicht. Nimm diesen Aufleger und parke ihn am Ende des Parcours. Boah, dann schauen wir uns das doch mal an. Sollte hoffentlich nicht allzu schwierig sein. Hoffentlich. Gold wird wahrscheinlich eh nichts, von daher gehe ich jetzt mal auf Silber. Ohne Hase. Wieder mal einen Hasen gesehen. Uiuiui. Das ist sehr knapp berechnet. Ein bisschen Slalom fahren. Ist halt echt schwierig, wenn man hier mit der Maus und dem Lenkrad hantieren muss. Sobald es zusammen gleichzeitig machen muss. Einhändig das Lenkrad hier steuern, wenn der Truck auch manchmal noch etwas doof lenkt oder sich anfühlt, ist echt schwierig. Also wahrscheinlich eher doppelt schwierig, als wenn man jetzt irgendwie mit einem Gamepad das Ganze machen würde. Oder bloß mit, ja, mit Tastatur ist wahrscheinlich auch schwieriger als mit einem Lenkrad. Ich nehme jetzt mal die rechte Fahrspur hier. Das war ganz knapp. Vor allem, man merkt halt, dass der Truck manchmal etwas schwimmt. Hier in diesem Spiel jetzt. Und bei ganz feinen Lenkbewegungen nicht genau das macht, was ich eigentlich möchte. Da merkt man halt schon, dass das Spiel etwas älter ist als die anderen Teile von SCS. Shit. Da. Genau das meine ich. Da hat der Truck sich einfach gedacht, ich schwimme jetzt mal weiter in die Leitplanke hinein. Und scheiß mal auf deine Lenkbewegung. Genau das ist jetzt passiert. Ja. Doof. Daher manchmal lieber etwas auf die sichere Seite wahrscheinlich fahren. Statt auf Geschwindigkeit zu gehen. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber bei kleinen Lenkbewegungen, die eigentlich wichtig sind bei solchen Sachen, um präzise zu fahren, schwankt der Truck so rechts und links. Was echt beschissen ist. Aber gut, das Spiel ist ja irgendwie von 2011 oder 10, glaube ich. Von daher darf man das nicht allzu kritisch sehen. Denn die neuen Spiele sind ja echt wirklich sehr gelungen, wie ich finde. Und werden ja auch immer wieder geupdatet und weiterentwickelt, was echt cool ist von diesen Entwicklern. Dass die hier wirklich auf die Community hören und auch sehen, was Community möchte und coole Features einbaut. Und im ETS 2 und ATS lassen sich die Trucks halt wirklich echt gut und präzise steuern. Ist auch die Hitbox manchmal oder meistens eher nicht so ein Problem. Und die Trucks schwimmen halt eben auch nicht. Wie jetzt hier es der Fall ist. Daher lieber langsam und sicher ist wahrscheinlich besser. Und jetzt ist es nämlich interessant. Wir sind, glaube ich, schon weiter als vorher. Wenn ich das so richtig sehe. Und haben immer noch Gold.
Aber ich denke mal nicht, dass es Gold wird, sondern eher Silber. Aber damit gebe ich mich auch zufrieden. Ich glaube, dort ist das Ziel, wenn ich das richtig sehe. Dort vorne, genau. Jetzt ja nichts mehr falsch machen, sonst wäre es echt doof. Okay, dort rückwärts hinein. Sollte jetzt nicht so ein großes Problem sein. Perfekt. Und jetzt bloß auf rückwärts. War ganz knapp an Gold vorbei, wie es aussieht. Wow, da habe ich übersteuert. So. Das sollte doch so gut kommen. Doch. Sieht ganz okay aus. Komm, fahr weiter. Perfekt. Silber. Nice, weiter geht's. Sorry, falls man mich manchmal überhaupt gar nicht so gut versteht. Aber das Mikrofon ist halt stationär. Und wenn ich mich hier bewege zum Maus hantieren und lenken, ja, ist mein Mund nicht genau immer vor dem Mikrofon. Freunde bleiben, wenn du deinen LKW zu Schrott fährst, werden die anderen Fahrer bloß etwas darüber lachen. Fährst du jedoch in einen anderen LKW, nehmen sie es dir übel. Wenn ich das richtig gesehen habe, müssen wir dort hinten einparkieren. Neben zwei anderen Trucks. Und das sieht so aus, als ob ich hier im rechten Winkel rückwärts hineinfahren müsste. Wenn ich das so sehe. Dann versuchen wir das doch mal. Zu Gold kann man sowieso wieder vergessen. Da muss man gar nicht erst drauf hoffen. Bei so einem Fahrmanöver. Das ist jetzt eher wieder sehr zu spitz. Hat es da genügend Platz? Da ist genügend Platz. Aber das ist zu spitz, wie gesagt. So wird das bestimmt gar nichts. Silber sollte drin liegen. Wenn ich das so sehe. Sorry manchmal für die hektischen Schwenkbewegungen der Kamera. Aber ich muss da natürlich überall ein Auge drauf haben. Ob wir hier irgendwo reinfahren. Komm, Silber sollte doch noch drin liegen. Go, go. Rückwärts. Okay, das war gut. Ein Millimeter hat noch gebraucht. Nice. Nächste Aufgabe. Überfülltes Fabrikgelände. Die einfache Aufgabe, deinen LKW in Position zu bringen, wird nun durch auf dem Hof gestapelte Ölfässer, Container und aufgetürmte Kisten erschwert. Okay, da könnten wir, glaube ich, eine Kehr machen. Sollte eigentlich klappen, wenn wir dort einfach einen U-Turn machen. Komm, rückwärts. Das sollte eigentlich hier auch gehen. Ich brauche immer diesen linken Spiegel im Blick zu haben. Sonst geht das gar nicht. Es ist halt auch doof, dass man hier die Kameraposition nicht verändern kann. Vermisse ich ein bisschen, weil ich finde, man sitzt hier immer viel zu hoch.
Oh shit, den habe ich fast übersehen, den Container. Wir können jetzt nicht viel zurück, aber das sollte reichen. Hoffentlich reicht es auch mit dem Ausschwenken hinten. Gold wird es wieder nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man das schaffen soll in Gold. Ich glaube, da muss ich mir mal ein YouTube-Video ansehen, was es das gibt. Wie jemand hier diese Sache in Gold fährt. Würde mich sehr interessieren. Da sollte es genug Platz haben auf dieser Seite. Das ist fast bei der Hitbox hier zu nahe dran. So. Und wieder umdrehen. Das war schon wieder viel zu viel. Aber das können wir einfach korrigieren. Indem wir gerade nach vorne ziehen. Und dann rückwärts volle Kanne hinein. Komm, fahr los! Perfekt. 1,56. Nächste Aufgabe. Mike hat Ärger. Mike hatte seine Zugmaschine für Reparaturen in die Werkstatt nehmen müssen. Ärgerlich ist, dass sein zugelassener Auflieger eine der Straßen des Hotels blockiert. Sei ein Kumpel und setze den Auflieger für Mike auf einen der Stellplätze um. Okay. Da links in die Parkplätze hineinfahren. Und rückwärts in die kleine Straße hier hinein. Auflieger ankoppeln. Vorne gut ausschwenken wegen dem Zaun. Und dann eigentlich volle Pulle umdrehen. Aber auch nicht zu viel ausschwenken. Weil der Überhang am Trailer ausschwenkt und wahrscheinlich den Mülleimer hinten treffen könnte. Was möglicherweise der Fall gewesen ist. Kann ich jetzt nicht beurteilen. So was würde man niemals machen, aber gut, wir machen es halt einfach, da es ja funktioniert. Sollte klappen und jetzt hier links hinein. Das sieht doch perfekt aus. Gut, geschafft. Spät dran. Nach dem Stau auf der Autobahn kommst du zu spät, dass dir nur noch wenig Zeit bleibt. Koppel deinen Auflieger an und setze ihn vor die Laderampe. Beeil dich, du hast noch eine Lieferung zu machen. Okay. Ich sehe schon. Das wird etwas lustig. Dort den ganzen Weg rückwärts hinein zu manövrieren. Eigentlich im Slalom. Sollte aber hoffentlich klappen. Da es ja bloß mit der Zugmaschine ist. Da bin ich jetzt etwas sehr nahe dran am Zaun. Aber gut. Hat ja hier zum Glück auch etwas viel Platz. Sieht ganz okay aus. Ist ja fast ein bisschen zu nahe dran. Ja. Gut, das ist auch sehr nah. Kann ich vielleicht irgendwie korrigieren? Oder auch nicht? Muss ich nicht? Gut. Lass ich so stehen. Gut. Ankoppeln bitte. Und dann volle Pulle durch den Slalom zurück. Ich meine, ich brauche dann nur schon die Goldzeit, um hier nach hinten zu kommen. So, da muss man doch cheaten oder irgendwie sowas. Dass das funktioniert. In Goldzeit. Holy shit. Das ist sehr eng. Und
jetzt hier noch die Laterne, die im Weg ist. Gut, haben wir vorerst geschafft. Jetzt hier noch rückwärts zwischen die beiden Trucks. Ganz okay aus. Bisschen schräg. Aber schräg ist ja hier ganz okay. So. Nächste Aufgabe.